Ambiente ist hervorragend und wenn man die Gäste sieht, dann kann man sagen, wie die Rotärmel, das ist halt der Mann der Region. Ich bin sehr glücklich, dass die Leute so anscheinend so glücklich sind und das ist ja das Wichtigste und ich glaube, sie spüren etwas hier, dass hier Energie ist, die spüre ich auch immer und ich freue mich, wenn sie bei den Leuten daran rankommt. Das ist ja darum, warum wir es machen. Ne? Faszinierend. Hat man vielleicht auch gemerkt, ich habe das große Glück haben dürfen, stellvertretend fürs Publikum mit denen auf einem Sofa zu sitzen, die Zeit ein bisschen wieder hineinzublättern, wie das so war. Horst Eckel, 82 Jahre, ein Wunder. Alle ruhen in sich selbst, alle sind begeisternde und auch, ich finde, auch Vorbilder für die Jugend. Toll, toll. Nach 60 Jahren eine Druckerei erfolgreich zu führen, ist in den Zeiten des digitalen Zeitalters eine enorme unternehmerische Leistung und Respekt davor. Solche Unternehmen brauchen wir mehr in unserem Bezirk. Ich bin sehr überrascht, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind. Anscheinend hat das Thema, der ABC-Druck ist 60 Jahre jung und das Wunder von Bern wird 60 Jahre alt gezogen. Und unsere Legenden, die sind natürlich alle gekommen, Gott sei Dank, trotz Stau und allem Möglichen. Von der Seite her bin ich überaus glücklich, dass alles gut über die Bühne gegangen ist.